Sehr geil. Ja, so müsste das, glaube ich, klappen. Genau. Schön, dass ihr am Start seid. Wir sind hier weiter fleißig mit Pokémon. Ich habe schon mal ein bisschen gestartet, ein bisschen gelevelt, geguckt, ob das mit dem Stream passt, dies, das. Pokémons geheilt, Glutexo oder beziehungsweise Glumanda auf Glutexo gebracht. Poké-MMO, das Ganze heißt Poké-MMO. Als ich das gesehen habe, das musste ich mir sofort downloaden. Ich habe es früher mehr auf dem Gameboy gespielt, jetzt auf dem PC. Besser geht's nicht. Also auch mit mehr Spielern, Multiplayer, viel, viel geiler als wie in der Gameboy Color Edition. So, ich wollte euch eben mein Team zeigen. Ich weiß gar nicht, wo das geht hier. Ich habe auf jeden Fall hier einen Carpador, einen Knuffenser, Taubsi, Glutexo, Sandan und natürlich Menki. Die ganzen Namen sind auf Englisch, aber sonst das ganze Game ist auf Deutsch. Ja, Spielernamen. Ihr habt auch ganz viele Spielernamen. Ganz viele Spieler sind hier unterwegs. Also wir können hier wirklich die ganze normale Pokémon-Welt erkunden. Ich wollte euch nochmal eben kurz die eine Stadt zeigen. Da bin ich nämlich schon durch. Ich habe schon mal die ganzen Trainer hier auch besiegt. Und hier seht ihr auch die ganzen anderen Leute. Zum Beispiel er hier ist gerade im Kampf mit dem Trainer. Und man kann auch seine Pokémon rausnehmen. Also aus den Pokébällen nehmen, so wie bei der gelben Edition, bei der Pikachu-Edition. So, hier sind wir in Marmoria City. Also der ein oder andere kennt es bestimmt, der Pokémon gezockt hat. Hier haben wir die Arena von Rocco, die haben wir auch schon besiegt mit Kleinstein und Onix. Das war eigentlich sehr, sehr leicht mit Knuffenser. Hier haben wir oben nochmal das Museum. Und den Zerschneider. Ich brauche ja noch einen Zerschneider. Den kriege ich wahrscheinlich dann in der nächsten Arena. Und ich wollte jetzt einfach weitermachen hier. Ich wollte das Ganze jetzt streamen. Komplett durchstreamen. Dann wahrscheinlich auch auf Twitch. Sonst mache ich ja immer auf YouTube. Und ich habe noch andere Editionen. Also es ist nicht nur hier diese gelb-blaue, gelbe und grüne Edition. Ich habe auch die Feuerrote Edition. Ich glaube Saphir und Platin Edition habe ich auch noch. Die werden wir auf jeden Fall auch noch alle durchzocken. Weil ich glaube Platin habe ich überhaupt nicht durchgezockt. Oder gar nicht angezockt. Und da freue ich mich schon extrem drauf. So, wir gehen rein in die Höhle. Abfahrt. Brauchte man früher nicht Blitz hier für die Höhle oder so? Ich glaube schon. Ah, shit. Oh, ein fettes Onix. Holy moly. Ja, jetzt hätte ich natürlich Knuffenser an erster Stelle machen können. Ich habe einen Carpador, weil ich mir das später auf Gyarados hochentwickeln möchte. Level 11 schon. Ist schon sehr heftig. So, Pokémon. Ja, hier. Knuffenser. Also die ganzen Schriften im Kampf ist alles Englisch, aber sonst ist alles Deutsch, wie man hier sieht. So, erstmal den Rankenhieb hier. Bam, weg. Ja, ah, knapp. Jetzt aber. Ich glaube, das ist Rankenhieb. Oder Rasierblatt? Ne, Rasierblatt ist, glaube ich, noch stärker und kriegt man, glaube ich, erst später. So, dann wollen wir uns den Pokéball mal schnappen hier. Watergun gefunden. Oh, TM. Ah, Wasserpistole oder so. Wasserpistole? Warte mal, kann man das nicht? Ich habe doch meinen Beutel hier unten. Rucksack. Kampfgegenstände. Rucksack. Watergun. Kann man das nicht Carpador geben? Ne, nicht erlernbar. Schade. Ah, schade, hätte ja sein können. Was gibt's? Meine Kumpels müssen gleich hier sein. Ja und? Was juckt mich das denn? Ob deine Kumpels da gleich sind oder nicht? Iris. Ich könnte eigentlich mal eben auch eine Ankündigung auf Instagram machen, dass wir live sind. Fällt mir mal gerade auf. Das werden wir doch mal eben schnell machen. So.
So, was geht? Herzlich willkommen. Schön, dass ihr am Start seid. Hier haben wir einen Livestream von mir. Also wer gerne nichts verpassen will, kommt rein. Poco MMO, ein neues, geiles Game, was ich durchzocken werde. Lohnt sich. Kommt rein im Stream. So, komm. Jetzt ihn hier. Sehr gut. What? Drei Zubas? Ach, eine ganze Horde. What the fuck? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Oh mein Gott. Ja, dann hast du ja viel zu tun, Sandan, jetzt hier. Abfahrt, Sandan. Habe ich auch noch nicht erlebt. Ich dachte, ich kämpfe gegen den Trainer. Aber da haben sich noch wilde Zubats durchgeschlichen. Oh mein Gott. Aber auch geil. Geil, dass sie das reingepackt haben. Ja, auf den höchsten Level. Geil, auch 3 gegen 3 Kämpfe, dann wahrscheinlich auch 2 gegen 2 Kämpfe. Ach, ist ja geil. Ich liebe das Game. Ich freue mich schon auf die anderen Games. Auf Platin und Feuerrot. Boah, Sandan muss aber einiges einstecken. Sehr gut. Aber wenn ein Zubat so einen Superschall raushaut, dann bin ich aber absolut verloren. Ja, ich glaube, das wird er gleich nicht mehr überleben. Der müsste jetzt heftiger sein. Jawohl, Critical Hit. Ja, jetzt bin ich down. Jetzt ist er dann leider down. Oh, doch nicht. Jawohl, er hat das überlebt. Sandan, bester Mann. Geil. Geil. Dafür habe ich ihn. Aha, jetzt kommt der Trainerkampf. Wer da? Wohin man schaut, überall nur zwielichtige Gestalten. Das zeige ich dir gleich. Was für eine Gestalt. Jetzt hole ich aber meinen Glutexo raus. Aha, Kakuna. Eigentlich heißt er Kokuna, aber jetzt Kakuna auf Englisch. Level 12 haben wir gleich. Perfekt. Boah, Glutexo einfach schon Level 19. Ich habe den so hoch gepusht. Oh, what? Kokuna kann Attacke? Das ist mir aber neu. Das ist mir aber sehr neu. Ja, Hornlio. Easy. Easy peasy. Ja. Du hast mich eiskalt erwischt. Ja. Und fertig gemacht habe ich dich. Hättest du nicht gedacht, wa? Ach man, immer diese Zubats. Ich hätte das Onix auch fangen können, oder? Ja, natürlich. Warum habe ich das Onix eigentlich nicht gefangen? Trottel. Ja, ich glaube, ich denke, wir mussten da damals Blitz einsetzen. Hey, ich schleich nicht so rum. Aber ich habe doch Schutz. Mirko. Oh, Kacke. Elektro, was ist Elektro? Oh, Kacke. Was ist das denn effektiv? Ja, Wasser. Carpador. Aber Carpador kann leider nur Platscher. Das ist nicht effektiv, meine ich. Boden? Ist Boden auf Elektro effektiv? Ich glaube schon. Oder war das andersrum? Auf jeden Fall effektiv. Boah, fuck. Scheiße. Ja dann, Menki-Abfahrt. Boah, der ist Level 11 und der hat einfach zwei Stück. Voltball sieht aus wie ein normaler Pokéball. Boah, hau doch mal ab mit deiner Attacke. Ach du Scheiße. Also wenn er jetzt mehrere Voltballs hat, dann bin ich aber wirklich am Arsch. Oh, nice. Och.
Verfehlt er die Attacke und ich bin dann noch paralysiert. Na super. Ja, komm, bevor er meine ganzen Pokémon kaputt macht hier. Muss ich eh gleich nochmal raus. Hat sich ja voll gelohnt, der Schutz. Mein Pokémon aufheilen. Ja, ist halt ein bisschen doof, dass man jedes einzelne Pokémon selbst aufleveln muss. Aber es war ja so früher in den Editionen, dass man jedes Pokémon einzeln aufleveln musste. Ja, komm. Oh, super effektiv sogar. Perfekt. Zwar reines Elektro-Pokémon. Oh, Level 20. Fairy Swipes. Stärke 18. Nee, brauche ich nicht. Aha, der Streber. Der Streber. Potion. Trank. Das ist schon mal gut. Dann holen wir uns den auch mal schnell eben. Rare Sandy. Ist das ein Sonderbonbon? Das will ich jetzt wissen. Rare Sandy, nicht übertragbar. Ich glaube Sonderbonbon, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Ja, cool. Ehre. Perfekt. Du erreichst Azuria City, wenn du es durch die Höhle schaffst. Ja, das schaffen wir. Auch wenn meine Pokémon gerade sehr low sind, schaffen wir aber. Ach, OP. Wenn er jetzt einen Kokuna gehabt hätte. Ja, vielleicht hat er ja einen Kokuna. Und dann Smetbo. Das könnte ich ihm noch zutrauen. Na komm. Ich will eigentlich meine anderen Pokémons leveln, aber die sind ja down. Naja, wenigstens machen wir dann Carpador auf Level 13. Einfach schon zu überlevelt, Level 20. Ah, okay, dann hat er wahrscheinlich dreimal Raupsi. Raupi. Nee, komm, bleiben wir drauf. Die hätten Härte gut Dings brauchen können. Carpador. Carpaloris, Carpador. Manchmal haben die aber auch die gleichen Namen. Carpaloris, Carpador. Carpaloris ist ja von der dritten Generation Pflanzen-Pokémon. Ja, ich weiß. Verloren und wir gewinnen durch die Höhle. So, mal gucken. Ich hole den Pokéball auch nochmal schnell. Escape Rope. Kann ich mir jetzt auch nichts... Ah, Fluchtseil. Nice. Nice. Perfekt. Also man kann das Spiel, glaube ich, auch mit einem Controller verbinden, habe ich gehört. Das ist natürlich noch geiler. Aber, oh nö. Oh nö. Oh nö, da muss ich leider flüchten. Aber dafür muss man wahrscheinlich irgendwie ein Programm haben, um den Controller zu verknüpfen mit dem PC. Geil. So. Meine Aufgabe ist es auf jeden Fall, für das komplette Game hier, einfach nicht zu sterben. Einfach nicht zu sterben. Ohne, dass meine ganzen Pokémons kaputt gehen. Darauf habe ich keine Lust. Aha. Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Ja, wenn man nur im Kreis läuft, natürlich. Wenn man natürlich keinen Blitz hat, dann kann man sich da drin verlaufen. Das stimmt. Aha, Birapla. Ja, dann hau ich direkt Glutexo rein. Ach man, verklickt mich immer. Ich weiß auch gar nicht, der Stream wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Ich habe da richtig Bock gerade drauf.
Obwohl ich so müde bin, aber ich habe ausgeschlafen. Ich habe ausgeschlafen. Knuffen sah auch rein. Pflanzenattackentyp. Raus mit dir. Also wenn man Glutmanda als erstes von den Starter-Pokémon stimmt, hat man hier gute Chancen, einfach durchzukommen. Nein, ich habe verloren. Tja, wenn man nur durch den Kreis läuft, dann verliert man auch mal so seine Orientierung. Ach du Scheiße, sind hier viele Leitern. Bist du auch auf Forschungsreise? Ja, nach neuen Pokémons. Rattata. Ja, da habe ich mein perfektes Pokémon für. Mankey, ab geht's. Gib ihm mal so einen dicken, fetten Fußtritt. Ich wollte das Taubsi mal ein bisschen die Chance geben, sich zu leveln. Oh, okay. Gib ihm mal einen Tackle. Sehr geil. Was willst du lernen? Unlicht, Stärke 40. Fairy Swipes. Genauigkeit 100, Stärke. Dann müssen wir das wegmachen. Dann machen wir das weg. Ich weiß gar nicht, was das ist, Fairy Swipes. So ein Mist. Ah, verloren. Tja. So, du willst auch noch? Ja, gehen wir mal durch diese Leiter hier rein. Mondstein. Oh, nice. Nice. Mondstein. Team Rocket. Team Rocket ist auch am Start. Sogar in der Höhle schon. Bin ich überhaupt richtig? Ach du Scheiße. Das wird eine fette Höhle. Und da erstmal herausfinden und dann ein Pokémon Center aufzusuchen mit den ganzen Pokémons hier. Oh Gott, ich glaube, das wird noch sehr lange dauern. Ein Paras würde ich auch gerne haben. Obwohl das nichts kann für einen Pokémon-Eintrag. So, was gibt uns der Pokéball? Revive, Beleber, Beste. So, erstes Team Rocket-Mitglied. Geh Erwachsene nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Okay, okay, ist ja gut. Ich will ja nur ein bisschen kämpfen. Ich will nur ein bisschen Laien sehen. Er regelt hier wieder alles. Ja, also wenn ich so weitermache, habe ich irgendwann, glaube ich, gleich einen Glurak. Ist das eigentlich zu laut? Nö, ne? Ich glaube nicht. Man kann mich, glaube ich, gut verstehen. Also wir brauchen auf jeden Fall später im Team noch auf jeden Fall ein Elektro-Pokémon. Wir vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Ne, ich glaube eher nicht. Das werde ich schön sein. Also der die Fossilien kriegt, die wir gesehen haben, die zwei. Ich weiß nur gar nicht, zwischen welchen ich mich entscheiden werde. Er beißt mich einfach wieder. Was habe ich euch getan, dass ihr mich überbeißt? Oh shit. Team Rocket ist wieder Geschichte. Das gibt es nicht. Doch. Hier, in meinem Stream gibt es das. Was brauchen wir so lange eigentlich mit dem zu kämpfen? Du hast einen Pantflamm, hallo? Ah, ne, da will ich nochmal hin zu dem Stein. Der Stein hat bestimmt irgendwas, der guckt mich so an. Mondstein, sehr gut. Der hat mich schon so angeguckt, der wollte irgendwas. Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören nur mir. Nee, nee, Kollege. Eins nehme ich mir auf jeden Fall.
Oh Gott, Slimer, was ist darauf effektiv? Oh Gott, Smogon auch noch. Ist das einer von Team Rockets Gefährten? Oh, Smogon sieht irgendwie schon sehr komisch aus. Aber geil, dass sie auch ein bisschen animiert sind hier. Wie Glutexo mit seinem Schweif am Fackeln ist. Sehr geil. Oh Gott, Elektroball, fuck. Einfach alles mit Glutexo weghauen. Oh, perfekt. Na gut, ich gebe dir eins. Na, oh, geht doch. Hey, nicht so gierig. Ich sagte, ich gebe dir eines ab. Eines. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was wir da nehmen. Welches? Möchtest du das Domfossil? Nee, erstmal nicht. Ist das unten Panflam? Ich möchte auch ein Panflam. Ich finde Panflam viel schöner als Glumanda. Aber die Weiterentwicklung Glurak ist noch immer noch am geilsten. Das Helix-Fossil. Jetzt ist die Frage, was ist was?